Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Und wir haben die Laser alle hingekriegt. Und der eine... Nein! Die gehen wieder kaputt, sie gehen aus. Da hinten ist irgendwas beim Baum passiert. Did you hear something that sounded like a big fire off explosion? Ja, das klang für mich wie eine große Explosion. Oh, nur mysteriöse Maschine 2, oder was steht da? Nee. Untersuche die Explosion an der Eiche. Ich würde aber erstmal nach Hause gehen. Genau, wir gehen erstmal schnell nach Hause. Und dann schlafen wir. Aber wir haben jetzt eigentlich die Fackel ausgerüstet. Wir haben immer noch nichts zu trinken. Das ist immer noch ein großes Problem. Wir sind aber trotzdem nicht gestorben. Das heißt, eigentlich müssen wir gar nicht trinken. Das ist eine Ameise. Guckel dich ab, ey. Schlafen können wir noch nicht. Ach, die Ameise da. Aber guck mal, unsere Fackel und so, das ist schon bald verbraucht. Ich pack die mal wieder zurück, okay? Dann was vom Wiederverwerten. Ja, warte mal. Warte mal, räume ich hier mal wieder ein bisschen auf. Warte mal, falsch. Warte mal, weg. Mach mal jetzt die Fackel weg. Könnte ich hier eigentlich irgendwas anzünden? Pack doch einfach erstmal die Fackel in die, Box. Das geht? Ja. Mit Y. So, dann sollten wir auch... Das ist dunkel. Kannst du nicht irgendwas bauen mit den neuen Sachen? Ah, warte. Analysier mal. Die neuen Sachen. Sieht irgendwie komisch aus. Leimpilzleuchter. Ja, guck mal, wie du die machen kannst. Jetzt eine Schleimpilzfackel machen. Stellen wir gleich eine her. Ja, ich glaube, die kannst du sogar platzieren. Mach mal zwei. Ja, da oben bei Gesundheit und da war noch was anderes. Bei Gesundheit und Snacks. Das ist ein Verband. Gegen Katzer und Abschürfungen nicht nur. Ah, okay. Ah, noch brauchen wir das ja nicht, ne? Nee. Warte mal, ich guck mal. Die Leuchte solltest du auch hin platzieren können. Ey, das ist schon gruselig. Manchmal kann die hier irgendwo hinstellen. Eigentlich schon, denke ich. Scheint aber nicht so. Weil wir können jetzt schlafen. Ja. Wollen wir die Explosion untersuchen? Ja, wir haben aber immer noch kein Wasser. Ich werde Wasser suchen dann. Nebenbei. Da hinten ist noch unser Rucksack. Wir gucken dann mal, ob wir zufällig was finden gerade. Ja, mal zur dann gehen wir zur Explosion und gucken, ob wir da noch auf dem Weg was finden. Haben wir was zu essen zur Not eigentlich dabei? Ja, ne? Wir haben Essen dabei genug. Läusebraten und so, ja. Dann würde ich sagen, geht's los. Wie nimmt man diese Fackel wieder weg, frage ich mich. Das frage ich mich auch. Da musst du, glaube ich, den, da auf A. Geht nicht. Schade. Ich dachte. Wollen wir uns erstmal eigentlich Rüstung machen? Würde Rüstung machen oder nicht? Nee, ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Fallen lassen. Aber mit Rüstung kriegen wir, glaube ich, weniger Schaden. Die liegt da an der Erde. Die können wir da ja mal liegen lassen, ne? Ja.
Du meinst, dass eine Rüstung Sinn macht? Ja, denke schon. Aber für was brauchen wir denn eine Rüstung? Damit wir weniger Schaden kriegen. Oder? Geh mal unten auf Klee-Poncho. Ja, gibt es Verteidigung. Wo sei, können wir machen. Wir haben sogar noch welche in der Kiste. Klee-Poncho, dann Klee-Haube und Klee-Beinschuhe. Schienen. Und dann Klee-Haube. Wie stellt man das jetzt her? Warum macht er das? Haben wir das schon. Klee-Haube nochmal da oben. Auf X. Ja. Musst du die herstellen. Macht er aber nicht. Fehlende Zutaten erfordert. Mal dafür vielleicht eine Werkbank oder so? Denke. Du kannst, geht nicht. Ah, erfordert Werkbank, stand da. Dafür brauchen wir Milbenpelz und wir, Saft. Wir brauchen eine Werkbank. So. Das ist. Ja, das ist bei, glaube ich, Nützliches. Grasplatten, 3 Stück. Wir haben davon sogar noch überall welche liegen. Da ist Nummer 1, Nummer 2 und da oben war nochmal Nummer 3. Nein. Mal raus. Hier draußen sind nämlich noch welche. Wollen wir die Tür auflassen und eine Ameise hier reinlassen? Nein. Oder so eine Ameisenkampfarena. Hier müssen wir Nein. So. Gegen die da hinten, die andauernd bei uns etwa durchguckt oder wie. Werkbank? Ich würde die beim Feuer nah hin platzieren oder nicht? Nicht da. Zu spät. Kannst du auch wieder weg. Die ist sogar falsch rum. Egal. Werkbank benutzen. Herstellen. Wir brauchen dafür mehr Seile. Guck mal in die Kiste. Da müssten noch Seile und Unkraut sein. So, wie hole ich das nach oben abholen? Ja, und nochmal das andere. Das hier, ne? Da. Warte mal, dann stelle ich davon mal erstmal ein paar Seile her. Ich glaube, du hast nur eins daraus genommen. Ist egal, dann kannst du ja auch die letzten 3 auch benutzen. Warte. Kleeblätter brauchen wir noch. Ah, Kleeblätter. Sind auch noch welche drin? Die Kleeblätter haben wir nicht. Doch. Geht doch 2 haben wir. Ja, aber wir brauchen mehr. Dann holen wir Kleeblätter. Hey there, buddy. Wer? Guck mal. Er hat gerade eben gesagt, hey Kumpel. Das heißt, irgendwas ist hier. Ach, egal. So, und da hinten waren auf jeden Fall Kleeblätter. Ja. Wenn du trinken siehst. Nee, in einer anderen Richtung. Schrei, wenn wir andere Richtung. Hier waren noch Kleeblätter. Andere Richtung. Wieso andere Richtung? Weil da auch Kleeblätter waren. Ganz viele. Ganz, 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 ganz viele. Sicher. Andere Richtung. Andere Richtung. Ja, jetzt hab's verstanden. So, sag Bescheid. Hier vorbei. Ja. 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 Weiter. Und hier sind die ganzen Kleeblätter, wenn du das sehen kannst. Gut. Dann nehmen wir die doch. Sind die groß? Ja, da ist gleich eine Summ-Summ. Würde ich eigentlich mitnehmen wegen dem Fleisch, aber. Denkst du, wir können auch jetzt Ameisen besiegen? Nee, will ich noch nicht mit anfangen. Ah, die holen ja auch ihre Freunde, ne? Das ist das Problem, die holen ja auch Freunde. Wo war jetzt unsere Bude? Ich habe schon wieder völligen Orientierungsverlust. Unsere Bude ist nicht da.
Da lang, ja. Kannst auch einfach über die Wand springen, ja. So. Die Haube? Da haben wir schon. Achso, nee, wir haben nur den Kleeponcho schon. Okay, und den noch. Und dann würde ich das jetzt ausrüsten. Ausrüsten. Würde ich das? Und dann würde ich zu der Explosion wie gehen. Wie rüstet man das jetzt aus? Warte mal. Inventar. Haben wir schon ausgerüstet. Wie wir aussehen. Okay. Aber da... Wir brauchen trotzdem was zum Trinken, ne? Warte, ja, da kümmern wir uns auf den Weg nutzen. Respawn, Punkt gesetzt. Und dann lass uns jetzt mal zur Explosion gehen. So. Wo ist denn die große Eiche? Wir müssen erstmal den Baum finden, den großen. Die Ameise versucht die ganze Zeit hier reinzukommen. Ich finde nämlich keinen Baum. Änzerung. Siehst du einen großen Baum? Nee, gerade nicht. Muss nämlich einen großen Baum suchen. Da lang müssen wir. Weil ich sehe da hinten irgendwas. Das ist eine Ameise. Hier, da lang müssen wir. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Eis. Kann man bestimmt trinken. Er kommt hier nicht rein. Oder sind das Tic Tacs? Ach. Das sieht für mich aus wie Tic Tacs. Hier möchtest du weitergehen? Ja, warte. Ja, da lang müssen wir, zum großen Baum. Hast du trinken gefunden? Nee, leider noch nicht, währenddessen. Nichts? Wir müssen dahin, ja? Ja, zum großen Baum. Ah, ich würde den Saft da mitnehmen. Ja, ja, warte. Ich kann mal nicht den Speer in die zweite Hand nehmen. Denke nicht. Oder? Nee, geh mal, ja, drück mal auf A. Nee, jetzt hast du nur den anderen ausgewählt. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall den Speer. Okay. Jetzt geh weiter Richtung des Baumes. Du musst halt nur dem roten Dings folgen. Den roten Blättern. Wir müssen uns beeilen, denn ich glaube, ich habe in der Nähe... Weil ich glaube, wir waren da mal in der Nähe und in der Nähe ist, glaube ich, irgendwo eine Spinne. Aber wir müssen uns eh vorbei rantrauen. Weil wir müssen da eh hin. Warte. Gehst du in die richtige Richtung? Ja, gehst du. Ah, das sind Pilze, würde ich mitnehmen. Ja, wir brauchen dringend trinken. Für die Pilze mitnehmen. Wir sind kurz vorm Verdursten. Aber wir hätten was in die Truhe tun müssen. Wir haben nur noch 25 von 30 Plätzen. Hm. Trinken! Punch. Das hat was gebracht. Lass uns weitergehen. Du gehst in die falsche Richtung. Da ist das Haus. Da ist der Baum. Da ist der Baum. Hier ist der Baum. Das ist doch ein Baumhaus oder ein Vogelhaus oder was? Ach du Scheiße. Was? Wir haben irgendwas gefunden, glaube ich. Ich würde auf die Rinde klettern. Dann können wir besser sehen, oder nicht? Sind Ameisen?
Das Marienkäfer. Der dürfte uns ja nichts tun, oder? Doch, 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 doch. Der hat irgendwas im Visier. Der greift uns an. Ich würde weiter auf die Baumrinde gehen. Die Spinnen haben alle rote Augen. Das sind keine Spinnen. Geh nicht runter. Ja, Meisen haben rote Augen. Die können hier oben nicht drauf. Ja, Meisen. Alle können hier oben nicht drauf. Warum nicht? Guck, die haben alle rote Augen. Ja, vielleicht finden die eine Beute oder sowas. Oh Mann, ich hab Angst. Du darfst nicht runtergehen, dann stirbst du erst recht. So, ich würde aber gerne diesen Tropfen mitnehmen. Wir wollen wohl einen Tropfen. Wo waren der jetzt? Eben drauf geguckt. Da. Und das geht nur, wenn ich jetzt runtergehe. Du hast, komm, wir gehen weiter. Du hast nicht so dolle Durst. Wir müssen eh hier bald vorbei. Und jetzt sind wir am nächsten dran. Ich frage es doch, wo muss ich genau jetzt hin? Ich würde in der Nähe dieser Lampe gehen, da. Da? Ja, oder nicht? Das sind Eicheln. Wir brauchen den Hammer. Wir haben den dabei. Wir haben den dabei. Ja, warte mal, wie geht denn das? Der hier, ne? Ja. Eichelkappe. Okay, mehr brauchen wir nicht. Geh weiter. Geh weiter. Das verbraucht alles unser Inventar, ne? Ja, aber wir können auch die Dinge essen. Ich würde nicht zu weit runtergehen. Ja. Wir haben genug Essen dabei. Wir haben diese Milben, diese gebratenen da. Die geben einmal ganz voll. Komm noch nicht hoch. Du kannst von hier nicht hoch. Aber. So. Mann, komm! Oh Mann. Wie soll ich denn da hochkommen? Man muss das halt nur richtig anstellen. Man darf. Es ist rutschig. Man muss es nur richtig anstellen. Warte, warte, warte. Überblick mal alles. Da hinten ist eine Dose. Vorsicht, nicht runterfallen. Das ist unser Haus. Wie winzig das jetzt ist. Nee, das ist ein anderes. Meinst du? Das ist ein anderes. Da ist, guck mal, daneben ist ein Stamm und da ist auch nichts drumrum. Das heißt, das ist ein anderes. Ja, warte, 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 warte. Nicht zurück. Dreh dich nochmal um, bitte. Oh Mann, das ist... Es ist doch für alle interessant, jetzt mal zu gucken, was da hinten alles noch so rumliegt. Guck mal, aber wir müssen Blumen. Hier die Explosion. Ich weiß, dreh mal ein bisschen, dreh noch mal ein Stück, noch ein Stück. Nämlich noch ganz viele Sachen, ich denke, da kann man auch was erkunden. Was machst du jetzt? Ich dachte, wir wollten da zum Baum. Ich dachte, wir sollen jetzt nein. Da hinten hin. Nein, bitte zum Baum. Hallo. Was ist das? Wir haben was Neues gefunden. Ach, ich habe Angst. Rüste dich erstmal mit dem Speer aus. Was ist denn das? Keine Ahnung. Guck doch erstmal, ob man das vielleicht essen kann oder mitnehmen kann. Ich will das nicht essen, das ist groß. Das ist groß und riesig. Das ist eine Wanze. Das ist eine Ameise. Okay, gib mal her. Ich lasse es mich dahin laufen. Das ist eine Nein, nicht zurück. Ich möchte nur mal gucken, was das ist. Die sehen aus wie die Spinne. Die haben keine Beine. Spider! Da unten steht Spider. Geh weg. Okay, und jetzt? Ich habe vorhin so eine Explosion da gesehen. Darf ich wieder? Okay, warte. Will ich drehe ganz viel mehr rum. Oh, I. Darf ich? Da ist die Explosion. Und du sagst auch I. Ich werde mich auf jeden Fall nicht zu lange aufhalten. Autsch. Die Spinnen, die kommen garantiert. Untersuche Explosion an der Eiche. Da liegt auch ein... Jo. Saft. Spinnen. Oh, habe ich mich erschrocken. Da vorne sind die Spinnen. Ja, geh da jetzt nicht hin.
Und du hast den Speer. Du musst den Speer nehmen. Nimm den Speer. Ich würde hier weggehen. Wie es weitergeht, meine lieben Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja!